Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgans Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Warhammer Online. Age of Reconning, beziehungsweise in dem Fall eben ja Return of the Reconning. Ganz wunderbare Sache. Jetzt seid ihr wahrscheinlich verwundert. Grund, wo treibt er sich rum? Ja, ich bin auch etwas verwirrt. Und zwar ist es so, ich habe ja neu angefangen, wie ich im letzten Video gesagt habe. Hab wieder ein Netzwerk genommen, wieder ein Ingenieur. Ich weiß immer noch nicht, warum ich hier diesen komischen blöde Knopf da immer hab. Egal. So, auf jeden Fall ist es so, ich habe ganz normal angefangen, hab wie immer, bin ich in den Nordlanden auch rausgekommen und hab angefangen da zu questen, hab mich relativ zügig auf Level, was bin ich, 4 gearbeitet, gleich 5. Und dann passierte was Doofes, da gibt es doch diese Taverne, relativ schnell am Anfang, mir macht es jetzt so kompliziert, genau, wenn man hier langläuft, kommt man doch hier zu Grey Lady Coaching Inn. Und genau da war ich auch und stehe auf dem Balkon dort oder auf der Terrasse und springe über das Geländer drüber und steck fest. Da ist hinten dran so, das habe ich von oben nicht gesehen, da ist irgendwie so ein Postkasten oder sowas. Und da steckte ich fest, da kam ich nicht mehr raus. Und da stand dann, sieht so aus, ob du feststecken würdest, drück, also gib ein, stuck. Das habe ich gemacht, da hat es mich nur ausgelockt, wie ich mich wieder eingeloggt habe, war ich wieder an der gleichen Stelle, klebt immer noch da drin fest. Hab dann gefragt und hat einer gepostet, ich soll hier das Book of Binding verwenden. Das ist da, wo man gebunden ist. Jetzt interessanterweise steht da auch Rally Point Mordrin's Anvil. Deshalb bin ich hier rausgekommen. Jo, so passieren Dinge, gell? Wie auch immer, auf jeden Fall bin ich jetzt hier bei der Zwerge. Jetzt weiß ich eigentlich nicht so recht, ob ich hier sinnvoll irgendwas machen kann oder ob ich hier einfach mal... Nee, easy. Also hier kann ich theoretisch auch... Boah, alla fort. Machen wir hier weiter. Jo, holen wir uns mal Quest ab. Wir müssen nur... Wir müssen jetzt aber erst im Questbuch die ganzen... Quests hier rausnehmen aus dem Nordland. Das macht mich nicht sonst gaga. So. Komm, sag schon mal näher. So. Ich soll doch die hier wegballern, oder? Snotlinge. Jetzt habe ich schon wieder direkt Lust, das Spiel auszumachen. An meinen Bücherschrank zu gehen. Gottrek und Felix aus dem Schrank zu ziehen. Und einfach nur Spaß zu haben, ja? Ich lese die so gern. Na, die ganzen Gottrek und Felix Bände, ich hab sie alle. Das ist einfach nur so saugeil zu lesen. Soll ich hinten eine Ratte erledigen? Hat er irgendwas? Nö, okay. Habe ich jetzt mal für Ome weggeballert. Jo, aller fort. Aber schön, dass ich mal in den... Zwergen, eine Zwergenfestung kommen, in einen Karak. Als mit den Ratten hat doch auch irgendwas auf sich. Und mit den Snotlingen, die sich hier rumtreiben. Was zum... Mit dem macht er die Ratte hinten dran.
Aber interessanterweise, jetzt beim Neuanfang, habe ich auch relativ zügig. Also ich habe erstmal direkt einen Maulesel. Das bei meinem letzten musste ich mir den erst bitter vom Munde absparen. Ja. Und ich habe direkt eine bessere Klamotte gekriegt und Handschuhe und Gürtel und Stiefelchen und Ringchen und einen Hammer. Das hatte ich beim letzten Mal alles nicht. Da bin ich schon ewig mit einem blöden Schraubenschlüssel in dieser komischen Jacke rumgerannt. Das hat jetzt aber irgendwie nicht so viel hier oben gerissen, oder? Da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen eine Kill-Animation, oder? Wir müssen ja drüben schon alle wegballern. So, Karte checke. Hat er magische Kräfte oder ich bin sehr beeindruckt. So. Aber irgendwie werde ich ja zu denen darüber kommen. Laufen wir mal darüber. Aber das ist auch schön. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich so schnell zu den anderen Zwergen komme. Weil mir die Davi ja irgendwie immer leid tun, wenn ich Warhammer-Romane lese. Die reiben sich komplett auf, um die Menschen zu schützen, gemäß ihren alten Eid. Im Weltrandgebirge und so. Und kommen zu nichts mehr, ja? Aussterbendes Völkchen. Vielleicht kriege ich hier gescheite, wenn ich eh schon da bin, kann ich mal gucken, ob es hier gescheite Drops gibt. Nö. Ist mir egal. Da sind sie, die ich wegmachen muss. Das ist ja Shooting. Sag nur mal. Eine milde Spende. So gefällt mir das. So, was soll ich jetzt machen? Jetzt soll ich mit dem Braumeister reden. Anlacht, Mindschnell, Sack, irgendwas. Okay. Ich mag schmeißen bleiben.
Ich habe zwar, ich mache mir zwar ein bisschen Sorgen, wie ich jetzt wieder zurück irgendwie irgendwann ins Nordland komme, aber aller fort. Muss ich da überhaupt lang? Wie habe ich so meine Zweifel? Wir laufen jetzt mal zurück und geben uns eine Quest ab. Zwergen-Ladies. Na gut. Schönheit ist ein Set, aber das Schönheit liegt im Auge des Betrachters, gell? Und im Fall von Zwergendamen, wenn man da was Falsches sagt, auch relativ schnell die Faust. Warum auch nicht? Aber hier hinten ist doch nichts. Ach doch, hier guck mal an. Auch erledigt. Na, mein Knie ist, was willst denn du? Also, geh doch. Und bessere Handschuhe sind auch direkt getroppt für uns. So lob ich mir das. So, war da unten noch irgendwas? Quest Waypoint Einfluss. Haben wir erledigt. Alles klar. Gut. Einer der gefürchtesten Gegner im... Da läuft mir nach, der Nackte. Ich muss ja weg. Einer der gefürchtesten Gegner in der Warhammer-Welt, ein Troll, zack, tot. Soweit ich mich entsinne, muss man die verbrennen, damit die kaputt geht. Weil die Drecksviecher eine riesige Regenerierungsrate haben. Also, geh doch. Ach ja, jetzt soll ich mit dem Dingsbums reden. Ich meine, das Geschwätz. Wo ist er dann? Ja, alle fort, gehen wir mal da hoch. Na, da hinten ist er. Das sind gleich neue Quests. Was machst du denn hier? Was? Was macht der denn hier? Alter, das ist ein Elf. In einem Zwergenkarak. Habe ich was verpasst?
Genau, hinter so einem komischen Mailbox-Ding. Da bin ich hängen geblieben, war eingeklemmt. Das nenne ich eine Kanone. Ich weiß, warum ich die Zwerge mag. Gut, natürlich, ein Bündnis aus Elfen, Menschen und Zwergen könnte was reißen, aber nichts ist so sicher wie das Glitzern von Gold und die Lügen der Elfen, gell? Diese alten Bartzieher. Huh? Na, ich springe jetzt nicht runter, den auf den Kopf. Ich bin schon ein bisschen irre, aber in dem Fall. So, jetzt habe ich 50 Millionen Quests angenommen. Finde ich saugut. Immer noch kein Quest, wahrscheinlich mit einer Ratte, oder? Nö. Es hätte ja sein können, aber immerhin, sie hat sieben Münzen. Was die Ratten alles fressen in so einem Zwergenkarren. Ja gut, bevor sie hier Zwergenbrot essen. Gut, Zwergenbrot, ich weiß auch, das ist eher Terry Pratchett. Nicht unbedingt War Thunder. Ach, War Thunder, Warhammer. Hatte eben noch einen Gedanke. Was ich lustige Quests annehme. Kleinsten Lootling machen wir noch platt. Plattschuss. Einwandfrei. So muss das. Man muss halt alles verstehen, was man hier macht. Ist auch egal, Hauptsache man darf irgendwelchen Orks die Schädel einschlagen. Also irgendwas soll schon der Schmiede da offensichtlich machen. Ich wette, ich muss noch auf der anderen Seite was machen mit dem... mit der hier Dingsbums. Nö, doch nicht. Fine pile of coal. Okay, Kohle soll ich beischaffen, da reinkippen in die Schmiede. Besser in die Schmelze. Das sieht ja für mich eher nach einer Schmelze aus als nach einer... Coal, shuffle coal into the forge. Ah ja. Jetzt muss ich erstmal mal Kohle organisieren. Mysteriös. Alter, geh dir was anziehen. Ich laufe hier auch nicht nackig rum. Es gehört sich für einen Davi auch nicht, hier einfach nackig rumzurennen. Keine Ahnung, was der jetzt will. War das jetzt erledigt? Ich hätte gedacht, das wäre erledigt gewesen. Hm, scheinbar doch nicht. Tja, macht er nicht. Okay. Jo, keine Ahnung, vielleicht ist die Quest buggig. Vielleicht mache ich was falsch.
Alles möglich. Also hier unten war doch nichts, oder? Nee, hier soll ich Gold einsacken. Golderz. Hm. Das ist schon ein von den kleinen Schafen. Ah, nee, guck mal. Da liegt einer rum. Ah. Hat aber auch keiner Gold gehabt. Ich rede mal mit dem Typ, jetzt dürfte das erledigt sein, das Quest. Jetzt ist es erledigt. Sehr schön. Das ist nämlich genauso gut. Toll. Das ist gerade genau, dass es wirklich besser oder schlechter ist. Ist aber auch egal, bei dem kleinen Muckefuck am Anfang. Man hofft ja, dass man relativ zügig hochlevelt und dann eh was Besseres bekommt. So, ich würde aber sagen, ich setze mal einen Cut. Dann werde ich ohne euch die ganzen anderen Muckefuck-Quests hier machen. Sagen wir mal ehrlich, das sind alles so kleine Quests. Lauf dahin, hau jemand auf den Kopf, lauf zurück, sagst ihm, dass du jemanden auf den Kopf gehauen hast. Da muss ich euch jetzt nicht unbedingt mitschleifen, oder? Ich denke, dass es, so wie es bei Age of Conan macht, gar nicht so doof ist, dass ich immer wieder quasi reinkomme, zeige, okay, soweit bin ich jetzt, so und so läuft das, hier und da ist das und jenes. Sonst fault einem ja was ab, wenn man die ganze Zeit zuguckt, wie ich von A nach B laufe, an nackten Zwergen vorbei. Ja, ich habe ja immer noch keine Kohle. Warum haben sie Kohle versteckt? Ja, wie auch immer. Also ich würde sagen, ich setze jetzt den Cut und wir sehen uns hier natürlich wieder. Ich habe nämlich einen Haufen Spaß an dem Spiel. Und jetzt gehe ich aber, glaube ich, erstmal eine Runde Buch lesen. Ich habe jetzt Bock auf Gottrick und Felix. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschö.